Hallo meine Lieben, ja, gerade noch den Benny zum Flughafen gebracht und schon bin ich wieder für euch da. Und zwar hat es mir einfach jetzt auf der Seele gebrannt, das BU-Video tatsächlich heute gleich zu machen. Denn erstens ist es jetzt fast eine Woche her seit dem letzten und ich brenne wirklich für diese Reihe. Und außerdem habt ihr mir so viele liebe Kommentare und auch Nachrichten zukommen lassen, dass euch das Thema von heute so interessiert. Denn heute soll es darum gehen, wie man überhaupt spürt, dass man eventuell zu einer spirituell, therapeutisch, psychologischen Berufsrichtung hingezogen ist, ja, wie man das merkt, ja, was es da für Anzeichen gibt. Und dann möchte ich euch auch so ein bisschen von mir erzählen, wie ich das damals auf die Beine gestellt habe, wirklich aktiv tätig zu werden. Denn immer mehr Menschen, und vielleicht gehörst du ja dazu, entdecken im Moment, dass sie mit ihrem Beruf, den sie vielleicht irgendwann gelernt haben, den sie ausüben im Alltag, nicht wirklich glücklich und zufrieden sind. Und das passiert bei sehr vielen Menschen aktuell. Und meiner Intuition nach und auch was ich so wahrnehme im Kollektiv, passiert das alles nicht umsonst. Denn bei allen Dingen, die im Moment auf der Erde passieren, ist es einfach extrem wichtig, dass viele Menschen wirklich diesen spirituellen Entwicklungsweg beschreiten. Ja, wenn du dich zu den Videos hier hingezogen fühlst, wenn du dir andere Videos in dieser Art anschaust, dann gehe ich davon aus, dass du in dir auch gespürt hast, ja, da gibt es mehr als das, was hier tagtäglich um uns herum geschieht, ja, sozusagen der reine Wahnsinn. Und um in diese anderen Gefilde vorzudringen, öffnen wir mehr und mehr unsere feinsinnigen Kanäle. Und so geht es ganz vielen Menschen. Und dann passiert es einfach, dass wir in einem Bürojob sitzen oder irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Die haben wir vielleicht jetzt schon 20 Jahre gemacht, ja. Aber du spürst tief in dir, das erfüllt dich nicht mehr. Und du fühlst dich hingezogen dazu, ja, Bücher, spirituelle Bücher zu lesen, solche Videos anzugucken, dich mit psychologischen Themen zu befassen. Und wenn dir das wirklich richtig Freude bereitet, ja, also wenn du das Gefühl hast, du könntest den ganzen Tag eigentlich nichts anderes tun, als dich mit diesen Themen zu befassen, dann ist das schon ein sehr deutliches Zeichen deiner Seele, ja, dass es hier vielleicht für dich auch etwas zu tun gibt, fürs Kollektiv. Und ich habe es auch in den Channelings der letzten Monate immer wieder wahrgenommen, dass die geistige Welt einfach darum bittet, ja, uns ganz wirklich ja wörtlich anspricht, hallo ihr, die ihr jetzt merkt, da ist etwas in mir, das möchte gelebt werden, bitte werdet auch aktiv. Jetzt interessiert euch am meisten, das habe ich aus den Fragen herausgelesen und den Kommentaren, wie lege ich denn los, ja? Ganz wichtig, meine Lieben, und das ist jetzt auch Erfahrung aus all den Berufsreadings, die ich für euch mache. Mache ich sehr viele Berufsreadings oder auch Channelings hinsichtlich der wahren Berufung. Das Wichtigste ist, dass du dir zutraust, ja, das auch zu können. Denn ich habe wirklich viele Klientinnen und auch Klienten, auch Männer fühlen sich im Übrigen immer mehr dazu hingezogen, tatsächlich in diese Art von Berufung einzutauchen. Aber das größte Problem dabei, wirklich loszulegen oder sich vielleicht für eine Ausbildung, für einen Kurs anzumelden, ja, ist tatsächlich der Zweifel. Der Zweifel, der in den Menschen sitzt und man sich fragt, zum einen, kann ich das überhaupt? Habe ich wirklich diese Begabung? Und der zweite große Hinderungsgrund ist auch ein Zweifel, aber nicht an dir selbst, sondern daran, was sagen denn die anderen? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie ich begonnen habe, ja, auf meiner Facebook-Seite zum ersten Mal Kartenlegungen zu veröffentlichen, hatte ich wirklich genau dieselben Bedenken. Ich dachte mir, um Gottes Willen, ja, was denken denn jetzt deine Freunde, deine Bekannten, ja, die dich vielleicht so aus dem Reitstall kennen, ja, wenn du plötzlich Karten legst, ja, die denken, jetzt ist sie ganz bekloppt, ja, jetzt ist sie zur Hexe mutiert, jetzt, was weiß ich, driftet sie vollkommen in die esoterische Richtung ab.
Aber, meine Lieben, und das ist ganz wichtig, auch für dich, wenn du diese Bedenken kennst, ja, wenn wir verinnerlichen, dass wir, egal ob du mit Karten arbeitest, ob du Menschen einfach nur in Gesprächen berätst, ob du eine Art Coaching für Menschen ausarbeitest, wenn das höchste Ziel dieser Arbeit es ist, den anderen Menschen dabei zu helfen, also die Menschen, die dann irgendwann den Weg zu dir finden, dabei zu helfen, in ihr eigenes Selbstwertgefühl, in ihre Selbstliebe und in ihr Strahlen zu gelangen, dann hat da oben niemand was dagegen. Ja? Und dann war es mir ab einem bestimmten Punkt vollkommen egal, ob die Leute mich für verrückt gehalten haben, ob die gesagt haben, was macht sie denn jetzt? Ob irgendjemand gesagt hat, ich habe es mal in einem Video erwähnt, ich bin ja auch von einigen Menschen dann so wirklich sehr in die ESO-Schiene geschickt worden, ja, die Kartenlegerin, die alte Hexe, ne? Und ich verhexe niemanden und Karten sind kein Hexenwerk, ja. Liebe Grüße an alle diejenigen, die das immer wieder behaupten. Ich habe ein Video, das ist glaube ich so 2 Monate her, mal dazu gemacht, weil ich natürlich auch immer wieder gefragt werde, wie ich den christlichen Glauben mit dem Kartenlegen vereinbare. Dieses Video kannst du dir auf dem Kanal anschauen, auf dem Heart and Soul Kanal. Da habe ich das erklärt. Meiner Ansicht nach, das ist meine persönliche Meinung und so vereinbare ich das, ja, sind Karten nichts weiter wie kleine Pappkartonstücke mit Bildern drauf, die eine Energie verkörpern. Ja? Und es ist nichts Verwerfliches daran, mit diesen Bebilderungen Dinge zu veranschaulichen, die ich aber wahrnehme, auch über die Karten hinaus. Ja, das zum Thema Kartenlegen. Wichtig ist bei jeder Sparte, in die du dich orientieren möchtest, ob es eher das Coaching ist, ob es eher Arbeit mit Energien ist, ja, Kinesiologie, Heilen mit Hand auflegen, was immer es gibt in dem ganzen großen Bereich. Wenn du für dich hier in deinem Herzen das Ziel hast, diese Arbeit zu tun, weil du damit anderen Menschen dabei helfen möchtest, in ihren Glanz, in ihr Strahlen zu finden, die beste Version ihrer selbst zu entwickeln, dann kannst du niemals dafür verurteilt werden. Und wenn andere Menschen sich darüber lustig machen, wenn du erstmal gegen Wände läufst, wenn dir aus dem Freundeskreis, aus der Familie vielleicht Gegenwind entgegenschlägt, dann ist das eine Art Training, betrachte diese Menschen dann sozusagen als Sparringspartner, ja, die dich dazu auffordern, vollkommen zu dir und zu dem, was du hier vorhast, zu stehen. Das ist das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. Denn sobald du dich wieder einschüchtern lässt, sobald dich vielleicht ein dummer Kommentar von irgendjemandem verunsichert, ja, wirst du nicht geradlinig deinem Herzen folgen können. Und das ist das, was aber nötig ist, um hier auch erfolgreich tätig zu sein. Ja? Dann anfangs war es so, also ich habe ja 2016 meine Facebook-Seite, meine Heart and Soul Facebook-Seite selber mehr oder weniger an einem Abend ins Leben gerufen. Und ich hatte dann irgendwann nach 2-3 Monaten mal so eine Kartenlegung dort gepostet. Und am Anfang habe ich das einfach so gemacht, ihr könnt ja mal an den Anfang der Seite scrollen. Ich habe damals auch noch sehr viele Gedichte geschrieben, ja, habe die dort veröffentlicht. Also das war noch so ein bisschen mein eigener Heilungsprozess. Und irgendwann hat mich mal jemand gefragt, ey Uli, kannst du es mal für mich machen? Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, das wirklich jetzt mal als, ich sag mal, spätere Berufung im Sinne davon, dass ich davon leben kann, zu betrachten. Und das ist ganz wichtig, ja. Ich rate dir nicht, wenn du das Gefühl hast, ich bin dazu berufen, spirituell oder therapeutisch, psychologisch, heilend, in was für eine Richtung es auch immer gehen mag, tätig zu sein, rate ich dir nicht, sofort deinen festen Job zu kündigen und zu sagen, okay, jetzt bin ich spiritueller Berater. Ja? Denn dann entsteht so viel Druck in dir, dass du damit dein Geld verdienst, um deine Miete zu bezahlen oder dein Essen zu kaufen. Sondern ich rate dir dazu,
das, was immer du jetzt tust, wenn du einen Job hast, der dir Geld in die Kasse bringt, das erstmal weiterzumachen und dir aber nebenberuflich ein fundiertes Wissen anzueignen und ein sozusagen zweites Standbein zunächst mal aufzubauen, das du dann ausbauen kannst. Ja, das muss zunächst mal quasi aufgebaut werden, gegründet werden und dann kannst du es ausbauen. Und im Zuge dessen wird sich dann das Kräfteverhältnis verändern. Vielleicht wendest du anfangs noch sehr wenig deiner Freizeit dafür auf, ja, dich weiterzubilden auf einem Gebiet, das dich interessiert. Und hier sind wir gleich beim nächsten Punkt. Du musst etwas finden, was dich wirklich zum Brennen bringt. Ja? Und das waren für mich dann erstmal die Karten, was sich danach alles daraus entwickelt hat. Ja? Dass ich dann auch Channelings angefangen habe zu machen, dass ich jetzt hier diese BU-Reihe habe, dass ich mehr so ins Coaching auch gehen möchte. Ja? 1:1 mit Menschen zu arbeiten, zu sagen, ey, ich begleite dich jetzt 2-3 Monate und führe dich da und dahin. Ja? Das ergibt sich dann alles. Für mich war es am Anfang einfach diese unglaubliche Faszination, dass ich Kartenlegungen mache und dann trifft es auch noch ein, was ich da lege. Und dafür habe ich gebrannt. Das heißt, ich habe wirklich meine ganze Freizeit hinein investiert, mich hier weiterzubilden. Ich werde oft gefragt, Uli, wie hast du denn gelernt, so mit den Kartendecks umzugehen? Zum Beispiel auch mit dem Tarot, ja, wo ich das gelernt habe, welches Buch ich gelesen habe. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe hier zunächst mit dem Lenormand gelegt, weil das Lenormand für mich einfacher war. Ich habe mich nicht gleich ans Tarot getraut. Und irgendwann habe ich mir dann ein Tarotdeck bestellt, aber ich habe nicht in einem Buch nachgelesen, was die Karten bedeuten, sondern ich habe mich, und das war fast ein Jahr, meine Lieben, und das ist kein Witz, fast ein Jahr, nur mit dem Deck beschäftigt, und zwar mit jeder einzelnen der 78 Karten, indem ich einzeln die Karten für mich selber, ich möchte das sagen, gefühlt habe. Ich habe mir genau, also das war dieses ursprüngliche Rider-Waite-Tarot, ich habe mir genau die Bilder angeguckt, mit allen Details, und habe für mich sozusagen versucht herauszufinden, was möchte mir diese Energie zeigen? Was ist es, was ich wahrnehme mit dieser Karte? Und das habe ich früh um 5 begonnen, wenn ich aufgewacht bin, und habe abends auch nicht mehr Fernsehen geschaut, ab und zu mal, ja, aber hauptsächlich habe ich mich damit befasst. Ich bin quasi, das war wie so ein inneres Feuer, was in mir angegangen ist. Und wenn das bei dir so ist, wenn du hier eine Sparte, und da ist es jetzt ganz gleich, was es ist, ich fasse mal diesen ganzen Bereich einfach spirituell, energetisch, psychologisch, im Coaching-Bereich tätig sein möchtest und du findest etwas, wofür du brennst, wo du richtig merkst, wow, das könnte ich den ganzen Tag über machen, ja? Auch wenn ich erstmal gar kein Geld dafür bekomme, ich könnte das die ganze Zeit über machen, einfach weil ich da drin aufgehe. Dann ist es das Richtige. Und dann garantiere ich dir, dass du damit auch irgendwann Erfolg haben wirst. Denn nur das, wofür unser Herz schlägt, ja, da können wir dieses ganze Herzblut reinstecken. Und so habe ich das gemacht mit der Facebook-Seite anfangs. Dann kam meine Anfrage, kann ich mal vielleicht von dir eine Legung haben? Sag mir bitte, was du bekommst dafür. Ich habe am Anfang gedacht, wie, was ich bekomme dafür, ja. Da möchte mir jemand Geld bezahlen, dass ich jetzt eine Legung mache. Dann habe ich aber auch verinnerlicht, dass ich dieses Geld annehmen darf. Jemand sagt, du pass auf, ich finde das, was du machst, toll und ich möchte gerne von deiner Gabe oder von dem, was du hier tust, profitieren. Und dafür bin ich aber auch bereit, was zu geben. Ja? Das kann natürlich auch ein anderer Ausgleich sein. Ja? Ich habe auch Klientinnen gehabt, die sind zum Beispiel Tierheilpraktiker, die haben dann gefragt, ob sie mal was für mein Tier tun können, irgendwas Gutes, oder ob ich da Unterstützung brauche, dafür kriege ich mal eine Kartenlegung. So war das anfangs. Ich habe aber auch verinnerlicht, ich darf einen Ausgleich nehmen. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, der mir auf der Seele liegt, ja, dass viele Menschen immer glauben, wenn ich eine Gabe habe, ja, etwas aus der geistigen Welt zu übermitteln ins Kollektiv, wenn ich eine Gabe habe, vielleicht Menschen dabei zu helfen, in ihren Wert zu finden, dass ich das umsonst tun soll, weil Gott mir die Gabe schenkt. Meine Lieben,
wenn Gott jemanden die Gabe schenkt, ein wundervoller Architekt zu sein, Häuser zu konstruieren, ja, die einfach wunderschön sind, dann verlangt der Architekt auch Ausgleich dafür, ja, weil er einfach sagt, ich leiste hier etwas, ich fühle mich dazu berufen und ich gebe mein Bestes. Also darf derjenige, der davon profitiert, weil er vielleicht andere Gaben hat oder sie, darf er mir einen Ausgleich geben. Und ja, wir dürfen von unserer Arbeit leben. Ja. Da hatte ich dann die ersten wirklichen, ja, wie soll ich sagen, Themen damit, als ich begonnen habe. Das war, glaube ich, dann 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Manche Videos kostenpflichtig über Vimeo oder jetzt ist es ja unsere Website zu verkaufen, ja. Da habe ich mir einen Shitstorm geben müssen. Viele von euch verfolgen mich schon so lange, die wissen das. Ich wurde aufs Übelste beschimpft, meine Lieben, ja, wie ich dazu komme, Geld zu verlangen für meine Videos, ja. Andere Klienten schreiben mir dagegen, Uli, ich habe 10 Jahre Psychotherapie hinter mir, die hat mich ein Vermögen gekostet, weil ich selber zahlen musste, ja, das, was du hier machst, und wir machen sehr viel kostenfrei, ja, das bringt mich weiter, und zwar innerhalb von einem Jahr, als diese ganzen 10 Jahre. Und ihr müsst euch immer wieder sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt hier etwas zu geben, dann darf es auch so sein, dass du irgendwann von dieser Gabe leben kannst. Es ist nichts anderes als ein anderer Beruf. Lass dir nicht einreden, ja, dass Arbeit, die Licht und Liebe bringt, nichts kosten darf. Das ist nicht richtig. Ja. Denn das, was ich tue, was Micha tut, wir tun das mit unserem ganzen Herzblut. Ja, wir sind, also ich kann jetzt so für mich sprechen, ja, Micha wird es vielleicht selber mal auch kommunizieren. Ich für mich kann sagen, ich fühle mich dazu berufen und ich weiß, ich sehe ja eigentlich den lieben Gott so ein bisschen als meinen Arbeitgeber an. Und ich weiß, dass der das unterstützt, ja, dass ich auch einen Ausgleich nehmen darf. Denn das, was ich mache und wie intensiv ich das betreibe, das darf auch eine gewisse Ausgleichssumme wert sein. Und die meisten von euch, die beginnen wollen mit so etwas, ja, denken genauso, wie ich am Anfang gedacht habe. Oh nein, wenn ich jetzt sowas mache und dann kostet es Geld, dann bucht es vielleicht niemand oder wenn ich es nicht gleich gut genug mache. Deswegen wirklich mein handfester Rat, und das ist jetzt eher so ein richtiger Tipp, versuche zunächst, deinen Lebensunterhalt weiter damit zu verdienen, was du gerade tust. Oder such dir, wenn du vielleicht gerade gar keinen Job hast, auch noch eine, naja, ich sage in Anführungszeichen, weltliche Tätigkeit, ihr wisst, wie ich das meine, die dir einfach deinen Lebensunterhalt verdient. Aber dann schlüpfe in die Nische in dir, wo du spürst, dafür brennst du. Was das für dich ist, bleibt nur dir überlassen. Das liegt hier drin. Verborgen. Wenn du ein Buch über dieses Thema liest, musst du das Gefühl haben, du kannst es nicht aus der Hand legen. Wenn du ein Video darüber anschaust, musst du das Gefühl haben, ich will mehr davon sehen. Ich will noch ein Video zu dem Thema. Ich kann gar nicht mich satt sehen. Das ist das, was dir zeigt, aha, Initialzündung hat es hier gegeben. Und dann bau dir langsam, und da rate ich wirklich sehr, Facebook zu nutzen, Instagram zu nutzen, eine kleine Follower-Gemeinde auf, die du versorgst, zunächst vollkommen unentgeltlich, mit Content, die den Menschen helfen, die hilfreich sind. Das können wirklich Alltagstipps sein, das können, je nachdem, für welche Richtung du dich entscheidest, ja, Erfahrungsberichte von dir selbst sein. Ich habe damals zum Beispiel anfangs auf Facebook sehr viel über meine eigene Geschichte auch berichtet, ja, habe auch ganz offen und ehrlich und vollkommen authentisch dazu gestanden, dass ich damals an dem Punkt war, wo ich eigentlich nicht recht gewusst habe, wie geht es denn weiter in meinem Leben. Ja, wer meine Geschichte verfolgt hat und das Ganze kennt, der weiß das auch. Authentizität ist unglaublich wichtig, ja, um auch Klienten zu generieren. Die Menschen, die dich suchen, die müssen ja das Gefühl haben, du bist echt. Du machst ihnen nichts vor, du sprichst Dinge aus, wie sie sind. Wenn ich zum Beispiel Readings mache für meine Klientinnen und Klienten und
die Karten und auch das, was ich fühle, was ich wahrnehme in den Meditationen über den Legungen, sind nicht das, wovon ich weiß, dass sich die Klientin oder der Klient das eigentlich erhoffen würde. Wäre es zum Beispiel vollkommen kontraproduktiv, auch für den Erfolg meiner Arbeit, wenn ich die Dinge beschönigen würde, wenn ich das besser darstelle, als es jetzt hier liegt. Deshalb wissen die Menschen auch, wenn sie bei mir was buchen, bekommen sie die Wahrheit. Denn ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung jetzt, dass die Botschaften, die ich hier vermitteln darf, immer genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und dann bedarf es auch deiner Authentizität, deinem Selbstvertrauen in dich und deine Fähigkeiten, dazu zu stehen, zu dem, was du machst. Dich nicht verunsichern lassen von anderen. Nicht zu viel überhaupt auch auf andere hören. Ich habe da immer mein Ding gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich möchte noch keinen YouTube-Kanal. Der Benny hat dann immer gleich nach ein paar Monaten hat er gesagt, Mama, komm, wir machen einen YouTube-Kanal. Ja, die Leute wollen, dass du das mehr machst, Karten. Ich habe immer gesagt, Benny, ich wünsche mir erstmal auf Facebook so eine, ja, kleine eben, wie ich sie immer nenne, Heart and Soul Family. Da entsteht Bindung, da entsteht Vertrauen und deswegen habe ich so viele von euch und da bin ich euch von Herzen dankbar, die mir eben schon so lange folgen, weil man wächst zusammen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, Benny, jetzt ist es soweit, jetzt hauen wir den YouTube-Kanal raus. Und natürlich habe ich dann das Glück gehabt, dass ich erstmal gleich ein paar hundert oder tausend Follower von Facebook mit nach YouTube genommen habe. Ja, und dann musste ich natürlich auch mich erst trauen zu sagen, so, jetzt setze ich mich hier vor die Kamera und plapper mal los. Das ist der Weg, meine Lieben. Klein anfangen. Gucken, dass du deinen Lebensunterhalt zunächst irgendwie anders finanzierst. Ich habe damals noch Reitunterricht gegeben, habe Pferde beritten für andere Leute. Das war was ich konnte. Hatte zwar jetzt mit dem spirituellen Arbeiten nichts zu tun, aber ich wusste, da habe ich einfach im Monat einen bestimmten Grundstock, den ich mir verdienen kann, ohne dass ich zunächst darauf angewiesen bin, dass diese spirituelle Arbeit, für die ich von Anfang an gebrannt habe, mich irgendwie gleich versorgt. Und dann arbeitest du ohne Druck. Und wenn du dann noch mit deinem ganzen Herzblut und authentisch an die Sache rangehst und auch dieses Gefühl hast, schick das ruhig auch nach oben. Die geistige Welt wird das belohnen, ja? Das Gefühl hast, du tust hier etwas, was dem Kollektiv im Ganzen zugutekommt. Denn jeden einzelnen Menschen, den wir begleiten auf seinem Weg hin zu sich selbst, ja, führt dazu oder trägt dazu bei, dass eben mehr Licht, mehr Liebe ins Kollektiv kommt. Ich mag immer diese Begriffe nicht ganz so, Licht und Liebe, das klingt jetzt wieder wie hier so wirklich sehr, sehr esoterisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Positive Energie, erhöhte Schwingung. Die Menschen dahin zu führen, zu sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mehr davon bekomme. Sich immer wieder fragen, was möchte ich erreichen mit meiner Arbeit? Entspricht das auch dem Willen der geistigen Welt? Ist das im Sinne Gottes? Ist das etwas, was mich weiterbringt? Und die Menschen, mit denen ich arbeite. Ihr dürft nicht vergessen, es fühlen sich ja auch gerade deswegen im Moment so viele Menschen zu einer Tätigkeit in diesem Bereich hingezogen, weil wir natürlich in unserem Herzen spüren, wie heilsam das Ganze für uns selbst ist. Ja? Und deswegen werde ich nicht müde zu arbeiten. Ich habe jetzt ein bisschen weniger gemacht, weil mein Sohn ja da war. Die meisten von euch haben es gehört. Aber ich freue mich jetzt schon wieder, dass ich mehr machen kann. Ja? Und für mich gibt es keinen freien Tag in der Woche, weil ich nicht das Gefühl habe, ich brauche es. Sondern mich befriedigt es einfach zutiefst. Mich macht es von Herzen glücklich, wenn ich weiß, dass ich jeden Tag dazu beitragen kann, dass sich ein Mensch besser fühlt durch das, was ich tue. Und ich ihm oder ihr dabei helfen kann, hin zu sich selbst zu gehen, weiterzugehen. Ja, hin zu sich. Und wenn du das im Kopf hast und wenn du dir selber zutraust, dass du das kannst, dann erhältst du alle Unterstützung der geistigen Welt. Ja? Ich habe viele Klientinnen und Klienten, die wagen den Schritt, die haben den Schritt gewagt und an der Stelle kommt wieder einer meiner Lieblingssprüche. Der erste Schritt ist die Hälfte des Weges. Wenn wir loslaufen, unterstützen die uns da oben.
Und ich habe viele Klientinnen, wie gesagt, und Klienten, die den Schritt gemacht haben, diesen ersten, und merken, jetzt kommt ihr Leben in einen Flow. Jetzt passieren überraschend Dinge, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja, man fühlt sich dann auch zunehmend schlechter an Plätzen oder in einer Arbeitssituation, die einfach nicht mehr passt. Und dann wird man sozusagen immer mehr ganz sanft in diese Richtung gedrängt. Und das ist dann eigentlich ja schon fast dieser Flow, in den du eintrittst, und dann spürst du bist auf dem richtigen Weg. Es ist kein Hexenwerk. Ja? Und jeder, der jetzt mit all dem, was ich gesagt habe, in Resonanz geht und jetzt vielleicht noch mehr Lust darauf hat, sein Herz für ein Thema zu entzünden, ja, der wird belohnt. Und mein letzter Tipp an der Stelle: Mach nicht den Fehler, mach zu viele Ausbildungen, Kurse, zu breit gefächert auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist viel sinnvoller, dich zunächst wirklich auf eine Thematik, auf ein was zu spezialisieren und da wirklich vollkommen den Fokus, deine ganze Energie drauf auszurichten, als wenn man wirklich, da macht man Familienstellen und dann noch energetisches Heilen und dann macht man noch einen Kurs in Traumatologie und dann beschäftigt man sich noch mit innerem Kind. Lieber auf ein Thema spezialisieren, wo du wirklich merkst, dafür brennst du, und dann die ganze Energie darauf, wie so ein Fokus. Und dann glaube ich, dass wir sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, Lichtarbeiter hier aus dem Kollektiv in den nächsten Jahren begrüßen dürfen, in der großen Gemeinde der Menschen, die, wie ich immer sage, für da oben tätig sind. So, meine Lieben, es war jetzt mal etwas länger, das Video, aber zu dem Thema gibt es so viel zu sagen. Wenn ihr noch spezielle Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bin ich auch bereit, noch ein Folgevideo dazu zu machen. Wenn jetzt noch Fragen aufgetaucht sind, wird es nochmal ein Video dazu dann zu dem Thema geben. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich aus der Hitze und sende ganz liebe Grüße. Die Uli. Tschüss.